Ja, hallo. Etwas vor allen Dingen für die erwachsenen Karateker oder die, die halt schon wirklich sehr fortgeschritten sind. Eine kleine Übung, um so ein bisschen die Gelenke zu stabilisieren, zu festigen, auch vorzubereiten für bestimmte Techniken, die wir eben im Karate auch üben. Und natürlich auch, ist auch eine Übung, um Körperspannung und Kraft entsprechend aufzubauen. Wir machen aber jetzt heute, oder so wie ich es euch heute vorzeige, die Beginner-Variante. Dazu gehen wir auf die Knie, in die Liegestützposition, und zwar auf die Fäuste. Das heißt, wir haben hinten jetzt die Knie unten, also keine richtigen Liegestütze, sondern die Knie bleiben unten, um erstmal Verletzungen zu vermeiden. Okay, wir gehen auf die Fäuste und zuallererst, um erstmal zu testen, ob eigentlich die Gelenke stabil genug schon sind, wir gehen in folgende Position. Wir klappen jetzt quasi die Finger nach oben und stehen jetzt hier auf den Handwurzeln. Und aus der Position drücken wir uns hoch und gehen auf die Fingerspitzen und aus dieser Position wieder in die Faustposition. Ja? Und wirklich erstmal so langsam, gar nicht so viel wippen und bewegen. Also, wir gehen hier meinetwegen auch erstmal einzeln, einzeln, einzeln. Ja? Wer das dann schon ein bisschen besser kann, der kann dann probieren, ein bisschen mit Schwung hier reingehen, hier reingehen, hier reingehen. Ja? Oder 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Die Steigerung wäre dann in der richtigen Liegestützposition. Aber beginnt, wie gesagt, ich zeige es noch einmal vor, langsam. Hier stützen, Finger, Fäuste. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine sehr schöne Übung, um zum einen die Gelenke ein bisschen zu stabilisieren, um aber auch Spannung reinzukriegen in den Arm, in den Handbereich und auch natürlich, um die Faust abzuhärten, um vorbereitet zu sein für das Training, vor allen Dingen im Hinblick auf Pratzentraining, Makiwara-Training oder halt wirklich fürs Kämpfen. Ja? Dass man eben verhindert, irgendwann wegzuknicken in den bestimmten Schlägen. Das ist halt eine sehr gute Übung. Wir werden das demnächst, werde ich das mit euch auch im Training üben. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ich freue mich. Fangt, wie gesagt, erstmal langsam an, dass ihr nicht wegknickt, dass ihr euch nicht verletzt. Also diese Übung ist halt wirklich gedacht für zum einen erstmal die Erwachsenen, die Jugendlichen, die halt schon ein bisschen vorbereitet sind körperlich, von der Körperspannung her, von der Kraft. Und wenn das gut funktioniert, dann kann man das Ganze eben auch nochmal ein bisschen dynamischer gestalten aus der richtigen Liegestützposition. Ich wünsche euch viel Spaß und freut euch auf das nächste Training. Bis dann.